Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei unserer Familie in meinem generellen Let's Play, unserer Familie Fox. Wir sind jetzt im neuen Haus eingezogen, was ja fast fertig gebaut ist. Nur noch der Keller fehlt, aber den schauen wir einfach nicht an, solange er nicht fertig ist. So, die Oma hat gerade Präriegras geerntet. Oh, Valencia hat eine Phase und sie ist jetzt rebellisch. Schön für sie. Sie wird sowieso bald älter. Ich glaube, sie hat sogar heute Geburtstag, oder? Nalani hat ihre erste Flasche Energienektar erhalten. Wo hast du denn das jetzt her? Wie aufregend. Nalani hat beim Durchsuchen des Präriegrases eine Entdeckung gemacht. Ein Energienektar. Ach so, man findet da wohl Sachen? Cool. Nektar. Wer tut den Nektar da rein? So, jetzt kannst du mit Präriegras auffüllen. Mit Präriegras auffüllen. Man sollte nämlich nach Möglichkeit immer Präriegras nehmen zum Auffüllen. Weil das Futter ist besser für die Tiere und wenn die besser gefüttert sind, dann gibt es besseren Dünger. Deswegen machen wir das, weil wir haben hier auch einen kleinen Garten, den wir ab und zu betreiben können. Die Rente ist da, juhu. Es sind alle todmüde, weil wir halt umgezogen sind. Ach so, du bist nur hungrig. Ja. Du hast Hunger. Nee, lass den Papa. Der Papa ist nämlich krank. Warte, mach mal die Wände so. Wo bist du denn? Hier, im Bad. Oh, du stinkst ja. Wo ist denn deine Mama? Die pennt. Hallo, steh auf. So, mach mal hier die Kleine. Die braucht dringend eine neue Windel. Windel wechseln. Und dann kannst du sie ja baden. Nee, wir wollen keinen Hund baden. Wieso ist denn das nicht zusammen, Kinder und Hunde? Hier, es gibt zweimal die Option baden. Samira baden, bitte. Sie sieht aus wie Sau. Kleine Enya muss gleich zur Schule, kleine Valencia muss auch zur Schule. Nein, nicht um Rat fragen, du zerstörst meine Erziehung. Was machst denn du hier in deinem Zimmer? Sie hat mittelmäßige Schulleistung. Ja, wir sind nicht gerade die besten Schüler gewesen. Der Valencia hat ja oft geschwänzt. Tatsächlich. Leg dich doch noch mal die halbe Stunde hin. Kannst du dich ins Bett? Habe ich blöd gebaut? Ich habe blöd gebaut. Und okay. Na gut, dass wir das testen. Wahrscheinlich stören dich diese Kissen. Ah, ich habe Move of Checks nicht aktivieren. So. Tu mal halt die Kissen hier so hin. Das sind so die Extrakissen, dachte ich mir. So, jetzt müsstest du eigentlich rein können, oder? Wenn die nur sagen würden, was sie stört. Aber es müsste das sein. Richtig, Valencia? Ja, okay, perfekt. So, wenn du aufwachst, gehst du zur Schule. Und hast du heute Geburtstag? Ja, einen Tag. Das müsste eigentlich heute sein, weil ich habe letztens Thumbnails gemacht. Da stand da dran, Feier Valencias Geburtstag. Und ich so, oh Scheiße, wir müssen den Geburtstag vorbereiten. Debbie, wieso kümmerst denn du dich nicht um das Kind? Hallo? Die Sims brechen in letzter Zeit wieder ständig die Sachen ab. Wenn ich euch sage, ihr müsst das machen, dann ist das so. In Schaumbad baden. Hallo? Kommst du, Debbie? Steht nichts im Weg eigentlich. Ja, du hast noch keine Lust gehabt. Nalani hat eine Zwiebel gefunden. Was du alles findest, Nalani. Valencia darf allein zur Schule. Hat sie Nein gesagt? Nein, Samira, du musst gebadet werden. Schau doch mal, wie du stinkst. Sie sieht genau aus wie die Mama. Ich kann aber nicht hin, ich fliege ständig hoch. Jo, man sieht es ein bisschen. So. Kleine Maus ja gebadet. Mama muss dann selber auch ein Bad nehmen. Und Kenua, warum bist du eigentlich wach? Hallo, du bist krank. Warte, dein Bett ist hier unten. Ja. Ab ins Bett. Hast du keine Seite für dich beansprucht? Hier, die linke Seite ist doch noch frei, oder? Wieso geht das nicht? Doch, linke Seite zuweisen. An den Kenua, den Papa. Schlafen. Ab geht's. Du bist hier beschäftigt mit Perigras. Wie viel Perigras findest du denn jetzt? Da steht das Pferd hier und das Gras ist weg. Ihr kriegt es gleich in eure Heurauf. Ihr müsst nicht so traurig da stehen. Hier mit einstellen. Oh, du spielst mit dem Ball.
Wusstet ihr, dass Pferde das tatsächlich in echt auch so machen mit dem Ball spielen? Ja, ich spiele nochmal mit dem Ball, ich befehle sie mal. Normalerweise kann man die Pferde übrigens nicht steuern, ich habe eine Mod dafür drin. Eigentlich für die Hunde und Katzen, aber funktioniert für die Pferde auch. Da, die machen das in echt auch genauso. Die Animation soll wirklich richtig sein. Ich habe auch Videos gesehen. Ich wusste das nicht. Ich dachte mir am Anfang, hä, wieso so ein Ball? Als ob Pferde damit spielen würden. Aber doch, machen sie. Da beißt ihn sogar. Ui. Ja, schön machst du das mal. Und hier unsere Fohlen. Ah nein, wir haben nur einen Fohlen. Du hast Hunger. Wer hat denn gerade Zeit? Die Lucien. Der geht's aber auch schlecht. Mit Flasche füttern. Dann kannst du ihm einen Witz erzählen und Spaß ist doch gering bei dem Debattieren, wer die Zügel in der Hand hält. Und dann kannst du freundlich sein und heißkrallen machen. So. So ein süßer Kleiner. Der ist genauso eine Mische von Mama und Papa. Er hat die Punkte, das Punktefell von Papa und von der Mama die Mähnen. Die Mähne und der Schweif. Ja, so ein süßes Kleines. Da, jetzt kommt der Opa Lucien und pflegt unser kleines Fohlen. Ja, kriegst du feine Mehl. Man kann ihm auch beibringen, Heu zu fressen. Das müssen wir noch machen, hat er noch nicht gelernt. Ist es ein R oder ein C? Ich hab's vergessen. Phoenix. Ich glaube, es war ein R. Den müssen wir dann verkaufen, wenn er groß ist. Wir können hier nicht 500 Pferde haben. Wo sind eigentlich unsere Zwergziege und Zwergschafe? Die sind irgendwie weg. Naja, egal. Die waren anstrengend. Wir hätten eine Ranch-Hilfe gebraucht. Hier, die Oma hat nichts zu tun. Wir wollen hier mal wieder Hühner haben, aber nicht viele. Nicht wieder so 500 wie früher. Wir hatten früher immer Hühner. Wir wollen einen schwarzen Hahn und wir nehmen mal eine braune Henne und eine weiße Henne. So drei reichen. Oh, das rosafarbene Lätzchen. Enya sitzt mittags neben einem neuen Mitschüler und entdeckt etwas rosafarbenes in seiner Butterbrotdose. Ist das ein Lätzchen? Der Junge lächelt nervös und sagt, er habe mal wieder die Dose seiner kleinen Schwester erwischt. Dann fällt das Lätzchen herunter, sodass jeder es sehen kann. Soll sie es aufheben und einfach ignorieren? Heb es auf für ihn. Enya stellt ihren Fuß vorsichtig auf das Lätzchen und schnappt es sich, als niemand hinsieht. Doch leider hat der Raufbold der Klasse alles mitbekommen und nennt sie ein kleines Baby. Würdest du das bitte aufklären, Neuling? Nein? Oh, arme Enya. Tier kaufen. Was wollen wir eigentlich für ein Tier haben? Ein Lama, oder? Wir nehmen so ein Lama. Ein beiges Lama. Keine Kuh. Ein Lama. Die sind lustiger. Hier, kommt es raus. Kannst es mal füttern. Und dann streicheln. Und dir? Ja, hier geht's gut. Du brauchst Spaß, Lucien. Rechnung sollten wir vielleicht diesmal wirklich bezahlen. Komm mal her. Rechnung bezahlen 11.000. Das hängt halt immer davon ab, was man hier auf dem Haus platziert hat. Habt ihr eigentlich noch solche Blümchen oder so im Inventar? Weil wir haben hier ein, zwei Blumentöpfe. Ja, die Nektarflaschen, die haben im Moment keinen Platz. Hier noch die. Tun wir mal hier. Kann ich nicht hin tun. Es ist so ein Bug, dass die dann fest im Inventar sind. Man kann den nicht mehr bewegen. Keine Ahnung, was diesen Bug. Oh, eine Geldfrucht. Wir haben ja noch Geldfrüchte. Stimmt, wir hatten Geldbäume ganz viele früher. Die habe ich mitgenommen, als wir das rausgewechselt haben damals. Orchideen wachsen im Winter und Frühling. Geldfrucht, das ganze Jahr, oder? Mach mal die Geldfrucht hier rein, eine wenigstens. Dann ist hier ein Topf. Hier dachte ich, wir tun hier ein Blümchen rein. Es gibt keine Blümchen, die das ganze Jahr blühen, oder? Ne, Begonie, Sommer und Herbst. Wegen den Bienen dachte ich mir, das wäre gut. Sommer, Sommer, Frühling. Eine Minze, aber das ist keine Blume. Sommer.
Herbst und Frühling. Rose, Herbst und Frühling. Wir machen eine Rose rein. Wir haben jetzt sowieso gleich Herbst. Ich muss da noch umstellen. Und hier auch vielleicht eine Rose auch reinmachen. Wir haben so viele Früchte angesammelt mittlerweile und andere Sachen. So. Hast du bezahlt, Lucien? Nö. Kommst du nicht ran? Habe ich wieder blöd platziert. Tut mir leid. Aber es sieht schön aus. Wieso kommst du da nicht ran? So, also jetzt kannst du wirklich nichts mehr dagegen sagen, Lucien. Komm, unser wunderschöner Hundebriefkasten. Halt, Rechnung zahlen. Ja, jetzt geht's. So, bezahlt sind die Rechnungen. Du kannst ja dann mal ein bisschen Fernsehen gehen. Du bist Rentner, du musst dich ja nicht so anstrengen. Nalani muss aufs Klo, Debbie ist ja am Schrubben. Oh, Debbie, du musst vielleicht mal baden, aber das Bad da benutzt gleich Nalani, dann gehst du hier kurz baden. Und dann kannst du auch noch auf die Toilette gehen. Da musst du mal was suchen, um Spaß zu haben. Was macht denn hier die kleine Maus, die ist im Verhungern? Haben wir noch was zu essen im Kühlschrank? Ja, haben wir. Caprese-Salat. Hier steht's. Kann man mit der Schultasche hier was machen? Spielen? Nee, nicht mit der Tasche, mit der Theke. Ein Gericht nehmen, Kleine. Komm, du brauchst was zu essen. Du auch. Hör auf hier zu schlafen. Ein Gericht nehmen. Oh, wir müssen einen Kuchen backen. Ich habe schon wieder vergessen. Valencia ist wieder da. Valencia, du hast Schule geschwänzt? Ja gut, schwänzt halt die Schule. Du brauchst keine guten Noten. So, und wenn die Omi auf dem Klo war, könnte sie ja mal backen. Bei mir sind die Kuchen übrigens so unter Backen drin, weil ich eine Mod dafür habe. Ich hoffe, dass diejenige, die den gemacht hat, dann auch das für Cupcakes noch macht. Ich verstehe nicht, wieso solche Sachen so komisch eingeordnet sind. Es gibt extra Backen, aber irgendwie sind die Kuchen da nicht drin. So, einen zuckerfreien Kuchen machst du heute. Wer ist denn das? Ach, wie heißt du? Erwin? Ja, hallo Erwin. Das ist der neue Freund. Oder sind die verheiratet inzwischen? Ja, die sind, glaube ich, verheiratet. Von der Mama von der Valencia. Das ist also nicht sein Schwiegersohn, weil die Beverly stand ja nicht von Lucien ab. Sondern der Kenua und der ist der Ex von der Beverly. Wie er begrüßt hat, Hia. Willst du etwa Opiumrat fragen? Nein, das machst du nicht, Valencia. Es tut mir leid. Wenn du Hunger hast, hier, ich habe hier gerade Essen aufgestellt. Iss einfach was. Hausaufgaben brauchst du nicht mehr machen. Ach, und ihr zwei hier. Ja, hallo. Valencia kümmert sich dann nachher, wenn sie gegessen hat, noch ums Pferd. Warum hast du abgebrochen? Hört doch mal auf mit diesem Abbrechen. Nimm hier ein Gericht. Schaffst du's? Irgendwie schaffen die es nicht, hier ein Gericht zu nehmen. Ich habe es mal in die Luft gestellt. Nee, geht nicht. Und jetzt, was machen wir? Kannst du so Reste nehmen? Das geht, aber was macht denn die kleine Maus? Können wir hier irgendwie Essen geben, weil wir haben keinen Hochstuhl platziert? Wir müssen die Möglichkeit finden, die Kinder zu füttern. Irgendwie ist da was verpackt. Ich weiß nicht was, ich habe eigentlich alles aktuell. Ja, ist halt so mit Sachen größeren Updates. Muss man ein bisschen im Auge behalten. Ich habe aber schon gesehen, das neue Pack verursacht auch irgendwelche Schwierigkeiten. Ich habe aber nicht genau hingesehen, was es ist. Oh, Süßigkeit zustecken. Oh, mach das. Ich wusste nicht, dass das geht, aber sie haben, glaube ich, geschrieben, dass es familiäre Aktionen mehr gibt jetzt, oder? Dass es ein paar mehr davon geben soll. Hier hast du was Süßes, kleine Maus. Sag es nicht deiner Mama. Oh, du hast dich getreten. Hallo, Samira. Du kannst doch nicht deine Oma treten. Aber sie kann dir kein Essen auf die Weise geben. Wahrscheinlich wird da der Hochstuhl auch nicht funktionieren. Ich probiere es mal. Ich platziere den jetzt einfach mal.
Weil ich habe schon gesehen bei jemandem, dass der Hochstuhl nicht mehr funktioniert seit dem neuen Update. Ich schätze mal, das ist bei den meisten jetzt so, aber ich probier's. Wenn es jetzt nicht gar nicht geht, dann ich will jetzt das Spiel nicht neu starten und reparieren. Das dauert lange. Dann cheaten wir für heute die Kleinen einfach hoch. Gib ihr mal her, Zerealien. Lass die Kleine mal. Oma gibt ihr einen Keks und was macht die Kleine? Tritt die Oma ins Bein. Okay, nur geht's schon besser, sehr gut. Debbie, du bist müde. Dann lass mal das Kind in Ruhe. Du kannst dich auch noch ein bisschen hinlegen. Ja, alle hier tagsüber am Schlafen. Und du, Valencia? Du sollst ja nicht dich um die Pferde kümmern. Die Noir, die muss dringend hier gesäubert werden. Hufe säubern und Fell bürsten, aber ab du. Ah, jetzt kannst du ihr Essen geben. Probierst du es schon von selber, Nalani? Ah, nee, stimmt nicht. Ich hab's gemacht. Ich hab's schon wieder vergessen. Geht es mit dem Hochstuhl? Nicht jammern, Samira. Isst dein Essen. Schau's nicht so an. Hallo? Da. Okay, bei mir ist der Hochstuhl nicht verbuggt, nur Reste nehmen, beziehungsweise wenn das Essen auf dem Tisch steht, ist wohl verbuggt. Und nur Reste nehmen funktioniert. Nimm mal hier Reste. Du müsst Valencia dann altern lassen. Aber ich mache keine Geburtstagsparty, wenn das heute so rumbuggt. Die lässt das Kind einfach allein und schaut euch, wie das hier pennt im Stuhl. Oh, Samira, Mausi, Omi ist gemein zu dir. Hallo, Nalani. Und der Opa ist auch im Essen gerade. Die sind alle im Essen. Genau. Ach so, du stehst mal auf. Ja, dann steht die Debbie wieder auf. Komm weg mal, die Kleine da. Lass sie wieder raus. Die kann in ihrem. Sie kann ja dann gleich ein Nickkochen machen gehen. Komm, kleine Samira, aufwachen. Guten Morgen, hast du gut da drin geschlafen? Omi hat dich vergessen. Oder extra da drin gelassen, weil du sie getreten hast. Oh, die Hunde haben Hunger. Oh, wir müssen hier dringend auffüllen. Dann zu fressen rufen, sonst rennen die nämlich weg. Und dann kommen sie nicht wieder. Bitte auffüllen. Perfekt. Ich glaube, Belle hat mehr Hunger, ja. Du gehst hier essen. Kannst du nicht? Warum nicht? Wo bist du? Oh, du bist hier eingesperrt. Aber die stand doch dort gar nicht, als ich gebaut habe, oder? Hierher teleportieren? So. Müsste gehen. Essen. Ja, jetzt geht's okay. Bist Klover auch eingesperrt? Ich teleportiere es jetzt einfach mal her. So. Nicht um Rat bitten, Valencia. Hast du denn. Nee, das Pferd hast du nicht gemacht. Fellbürsten, hallo? Ab geht's. Die Noir ist ja steindreckig. Ja, wir bürsten das Fell hier, obwohl die Decke noch drüber ist. Und der kleine Phoenix. Oh, er ist auch dreckig. Ich dachte, die Lucien hat ihn gebürstet. Weil die Tiere sind ja, also die Pferde sind ja so Valencias Ding. Sie kümmert sich darum, sie macht dann auch an Wettbewerben mit. Das will ich eigentlich. Darum will ich eigentlich, dass sie noch ausreiten geht, dass sie da die Fähigkeiten levelt. Dann können wir nämlich mal versuchen, wenn sie das hat, am Wettbewerb teilzunehmen. Und auch diese kleinen Aufträge müssen wir mal probieren. Vielleicht sollte mal jemand die Hühner füttern. Du bist am Essen. Ja. Futter verstreuen. Futter verstreuen. So, Valencia, wenn du das gemacht hast, kommst du mal hierher. Und du kleine Maus, du hast auch Hunger. Niemand gibt dir Essen. Der Papa isst da einfach selber und niemand gibt dem kleinen Kind was. Wieso muss ich hier alles machen, Kenua? Hallo? Gib Essen hier an die kleine Moana. Gib ihr auch Zerealien. Ja, nachmittags um 4 Uhr natürlich. Irgendwie sind die Kinder bei mir immer so vernachlässigt. Ich krieg's einfach nicht hin, dass die nicht vernachlässigt sind. Tut mir leid. Oh, Phoenix kann umarmt werden und über das geheime Leben von Tieren könnte sie mit ihm reden. Süß. So, kleine Maus. Ist du brav? Ja, jetzt geht's dir besser. Ja, so ist fein, fein.
Du bist müde, du gehst schlafen, sehr schön. Und die Moana muss mal gebadet werden, Buschen. Hier, die kleine Maus hier. Du bist selber schuld, wenn du noch ein Kind gekriegt hast. Jetzt musst du dich auch drum kümmern. Also geh jetzt das Kind baden. Du bist ganz alleine schuld, Knurr. Oh nein, Lucien. Oh, Lucien stirbt. Und jetzt kommt die Familiendynamik hier dazwischen bei dieser tragischen Szene. Neue Familiendynamik streng. Zwischen Knurr und Moana scheinen gewisse Regeln zu gelten, da der Jüngere sie dem älteren Familienmitglied tiefen Respekt entgegenbringt und häufig die hohen Erwartungen des älteren Familienmitglieds erfüllt. Bei Familienmitgliedern mit einer strengen Familiendynamik bittet der ältere Sim den Jüngeren darum, Dinge zu erledigen, wie zum Beispiel häufiger zu putzen, und der jüngere Sim vermeidet es in der Regel zu rebellieren, obwohl beide insgesamt gestresster sein können. Moana und Knorr, nö, ich glaube, der Papa ist nicht so ein strenger. Oh, Luschen, das ist unser erster Sim, der allererste. Erste Generation, der Kopf darunter gefallen ist. Es tut mir leid, Luschen, ich lache dich aus, hier, während du stirbst. Ja, aber er ist alt geworden. Ich meine, seine jüngste Enkeltochter ist schon Teenager. Er hat lang durchgehalten. Und jetzt kommen alle uns ins Zeug. Und die Valencia entdeckt den Lucien zuerst. Sie war ja so die Lieblingsenkeltochter von ihm. Und die Oma quietscht erstmal wie ein Delfin, okay. Da jetzt. Ja. Ich bin auch ein bisschen traurig. Wir hatten den Lucien so lange, aber er kann ja nicht ewig leben. Debbie kommt auch und weint. Sie erschreckt erstmal wegen dem Sensenmann, aber der tote Lucien interessiert sie gar nicht. Debbie, die lacht da und träumt in der Gegend herum, während die alle heulen um sie herum. Da jetzt. Debbie, du bist wirklich sehr feinfühlig heute. Jetzt tut sie wahrscheinlich so, damit niemand merkt, dass sie eher vom Sensenmann begeistert war. Das ist eine lustige Urne, die habe ich noch nie gesehen. Ist das, weil er Magier ist? Ich wusste nicht, dass sie so eine Urne haben. Oh, Opalein. Ja, wir tun dem mal der Valenz ins Inventar. Sie muss den zum Friedhof dann demnächst bringen. Wir haben ja Friedhöfe aufgebaut. Und du, Samira, brauchst Schlaf. Du kannst da schlafen gehen. So. Und die Kleine wird erstmal gebadet. Kanoa hat noch nichts mitgekriegt. Oh, Nalani, es tut mir so leid. Aber du stirbst wahrscheinlich auch bald. Witwe, weil wahre Liebe verloren hat. Oh, es gibt kaum etwas Traurigeres als die Trennung eines Ehepaares durch den Sensenmann. Oh, jetzt trauern die erstmal 2 Tage. Ach, Nalani, du Arme. Debbie, du warst vorhin nicht sehr feinfühlig. Willst du mal die Nalani trösten, um Rat bitten? Wegen verschwendeter Zeit stressen? Mach das mal. Wir sind jetzt unsensibel. Sie war sowieso unsensibel vorhin. Jetzt führen wir das fort. Debbie, mach das mal wegen verschwendeter Zeit stressen. Findest du die Zeit jetzt verschwendet, Debbie? Was ist mit dir los? Wir müssen mit Debbie dann auch mal zur Arbeit gehen demnächst. Willst du nicht mal das mit dem Stressen machen? Ich will schauen, wie das ausschaut. Nö. Okay, dann nicht Debbie. Oh, doch jetzt. Okay, danke schön. Oma ist ganz müde. Okay, dann halt nicht, Leute. Ihr seid heute alles sehr anstrengend. Und die Valencia hat immer noch nicht den Kuchen ausgepustet. Ja, das kleine Kind soll mal da auf dem Sofa schlafen gehen. So. Valencia, du musst aufs Klo. Wo bist denn du? Du kannst hier mal aufs Klo gehen. Und der Kinoa muss auch aufs Klo. Du kannst da aufs Klo gehen. Dann pustet die Valencia noch schnell den Kuchen aus. Ja, der beputzt erstmal ein bisschen. Alle sind müde und traurig und ja am Ende ihrer Kräfte. Also, das ist typisch ich, dass ja die Sims alles so zurecht sind. Ich krieg das nie hin.
Wenn ich privat spiele, ist es nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wieso in den Let's Plays. Irgendwie bin ich hier verflucht. Wünscht dir was. So, jetzt müsst ihr aber alle herkommen, Leute. Hier hingehen. Hier hingehen. Hier hingehen. Nicht kochen, warte. So. Hier hingehen. Die kleinen Kinder kriegen das nicht mit, die sind noch. Ja. Schade, dass der Lucien das so knapp verpasst hat, den Geburtstag seiner ältesten Enkeltochter. Ja. Wasch mal die Hände, solange du wartest, Nalani. Du bist ja ausgetrocknet. Sie ist eine Meerjungfrau, deswegen. So. Nein, lass das Kind in Ruhe. Nochmal Hände waschen. Kommst du her, Valencia? Ja, sie ist unterwegs. Hier ist sie. Enya ist auch da. Ah, ist das schön. Ich muss schnell Bilder machen. Unsere Valencia wird älter. Und hier alle zwar traurig, aber sie sind da. Das Gesicht, ja. Es tut mir leid. Nochmal, Valencia. Du schaffst es. Ich mache hier Bilder, wie du es auspustest. Yay. Enya ist auch krank. Toll. Immer diese Krankheiten, die Debbie mit heimschleppt. Aber sie ist ja auch Ärztin. Kein Wunder. Valencia ist älter geworden. Und ich will das Bestreben von der Ranch weiter ausbauen. War das unter Tiere? Haben wir Tiere hier? Tier. Nee. Wo war das drin? Sport? Ja, Sport. Okay, so. Ah, und jetzt neues Merkmal noch. Sie ist kreativ, eine Partylöwin. Passt eigentlich gar nicht mehr zu ihr, das Merkmal Partylöwe. Das müssen wir ändern. Sie war ja so verrückt, als sie am Anfang in die Highschool kam, in die Highschool gegangen ist. Aber seit wir aufs Land gezogen sind, ist sie sehr ruhig geworden. Ja, das Land hat ihr halt gut. Sie ist nicht mehr so verrückt. Was nehme ich denn da? Pferdeliebhaberin, ja. Das passt zu ihr, weil sie ja Reitturniere machen will. Die Sims fühlen sich eng mit Pferden verbunden. Ihnen fällt es leichter als anderen Sims, soziale Interaktionen mit Pferden auszuführen und sich um Pferde zu kümmern. Wusstet ihr, dass in Deutschland so Pferdereitsport und so, dass da mehrheitlich nur Frauen das machen? Also die Branche wird von Frauen überwogen. Aber in anderen Ländern, wie auch, ich glaube Amerika gehört auch dazu, ist es genau umgekehrt und wenn da eine Frau ankommt mit Reitsport, dann hat die es auch gar nicht so einfach, habe ich gehört. Das wusste ich nicht. Ich dachte, dass überall Frauen da ziemlich stark vertreten sind heutzutage. Aber da hat man wieder was gelernt. Ja, du fühlst dich nicht gut, Valencia. Magst du noch schnell ausreiten gehen? Wo ist denn hier das blöde Pferd wieder? Noah, was machst du? Hör auf, den Phoenix zu bewundern. So, dir geht's gut. Aufsteigen. Sie macht jetzt noch einen Ausritt zum Abschluss. So. Du musst nämlich leveln und Spaß macht's ja dann auch. Ja. So. Auf geht's. Hui. So, drauf bist du. Nein, du bist jetzt nicht Fernsehen. Mach mal einen intensiven Ritt. Levelt da eigentlich die Fähigkeit schneller? Ich muss das mal beobachten. Ich habe keine Ahnung. Auf geht's! Komm, da kannst du vorbei an den Satteln. Ja, jetzt so. Super. Sie kann es auch schon besser. Sie sitzt nicht mehr so wackelig im Sattel. Welche Reitfähigkeit hast du mittlerweile? Reiten, reiten. 4. Ja, ich weiß nicht, ob das schon reicht fürs Turnier. Und welches Pferd nehmen wir mit? Ich glaube, Noah ist besser ausgebildet inzwischen. Poet James ist gestorben. Oh, warte, ich wollte nicht den Kalender. Kannten wir den etwa? Hallo, Valencia. Ich rufe dich an, um dir mitzuteilen, dass dein Verwandter Poet James von uns gegangen ist. Mein aufrichtiges Beileid. Was ist das für ein Verwandter? Ach, von der Beverly, die Familie. Wir kennen die doch nicht. Oder? Poet James. Von der Beverly. Ja, das ist ein Bruder von der Beverly, ein Onkel von der Valencia. Aber wir kennen den nicht. Valencia hat
die Familie von der Waverly tatsächlich gar nicht getroffen. Ja, wir machen einen Ausritt. Aber ich beende diese traurige Folge und chaotische Folge an der Stelle. Es tut mir ein bisschen leid um den Lucien, aber leider kann man die Sims nicht ewig behalten. Naja, doch schon, aber. Dann haben wir so viel, wir haben ja auch so schon viel zu viele Sims. Ja. Aber ich hoffe, die Folge hat euch trotz allem gefallen und euch ein bisschen unterhalten. Die Valencia wird jetzt weiterhin trainieren und ich hoffe, wir können demnächst endlich mal das Pferdeturnier versuchen. Ja, seid gerne wieder dabei, ja beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und viel Spaß, falls ihr euch noch ein anderes Video eurer Wahl anschaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.